immer 13 an der Reihe. Das heißt, die Hälfte der Videos ist schon um. Das ist echt heftig, wie schnell die Zeit vergeht. Also dieses Jahr ist das irgendwie... Ich glaube, ich sage das jedes Jahr, aber dieses Jahr fühlt es sich noch schneller an als sonst. Ist wirklich so. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen spät dran, weil die Nachbarn waren die ganze Zeit so laut. Ich glaube, auch die auf der Seite. Man hat die hier trotzdem gehört. Und ich wollte jetzt nicht mit auf dem Video drauf haben. Aber jetzt sind sie gerade leise. So, 13, wo bist du? Nee, das ist 23. Da, 13. Was Leichtes, Zartes, vielleicht. Was ist das? Okay. Ich habe nicht erwartet, dass noch etwas kommt, womit ich jetzt gar nichts anfangen kann auf den ersten Blick. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Oh Gott, das ist so eingeschweißt. So, ich habe 2 Minuten gebraucht, um das Teil auszupacken und habe mich dabei auch noch verletzt. Gut, dass ich meine Nägel heute noch nicht gemacht habe. Ich habe da noch alten Nagellack hängen. Okay, puh, ich jetzt nicht ab. Cat Nails Krallenring. Ich kann damit immer noch nichts anfangen. Aber ich glaube doch, jetzt dämmert's. Ich fühle mich wie Wolverine. Aha. Aha. Das ist sehr stark. Okay, ich lese mal den Text vor. Das fühlt sich voll gut an. Das gefällt mir. Heute ist der Tag, an dem Sie das Raubtier in sich entfesseln können. Der muss da einfach sein. Spielen Sie also ein wenig mit Ihrer Beute. Mit dem Krallenring aus Edelstahl verwöhnen Sie den ganzen Körper Ihres Partners und rufen dabei unglaubliche Reaktionen hervor. Fahren Sie leicht über den empfindlichen Nacken, geben Sie am Rücken ein wenig mehr Druck, um dann spürbar über das Hinterteil zu kratzen. Genießen Sie das fordernde Stöhnen Ihres Partners dabei. Die Spitzen der Krallen sind sorgfältig abgerundet, so dass bei der Verwendung keine Verletzungen entstehen. Bohren Sie die Krallen allerdings etwas fester in das harte Fleisch, sind kurze Zeit später garantiert wunderschöne Spuren zu sehen, an denen Sie sich auch nach der Session noch erfreuen können. Nice. Also, ich weiß nicht, oh, ich mit meinen Wurstfingern, man das so gut sehen kann, dass das abgerundet ist. Ja, ich habe, glaube ich, keinen Autofokus an, also wird das jetzt auch gar nicht fokussieren und unscharf sein, aber ja, cool. Erst mal überlegen, kratze ich mich nicht, dass mir gleich die Pulsadern auf, denkst du. Naja, es tut nicht weh. So, wenn man es ganz leicht macht, ich glaube, ich würde da sogar echt keinen Druck machen. Das kitzelt am Nacken. Ja, doch, das ist nett. Das gefällt mir. Ich wusste auch nicht, dass sowas existiert. Darum bin ich gerade begeistert. Schön. Schön. Okay, weiter. Da. Ein großes. Komm schon. Jetzt will ich rauskommen. Doch, jetzt. Ah, ich hab schon gesehen. Das Logo ist nicht spannend. Es sind Einhornkondome. Ja, das hier hat's verraten. Wie geht meine Begeisterung? Ist halt auch jedes Jahr drin. Ich liebe Einhorn, ich folge denen auch bei Instagram. Ich mag deren Stories voll gerne und so. Also ich finde, das ist eine super Firma. Tolles Unternehmen. Packe ich jetzt auch nicht aus, ihr wisst, wie Kondome aussehen. Ja. Kann ich verschenken, darum packe ich sie jetzt auch nicht aus. Bam. 13 habe ich schon im Blick. Ein sehr, sehr großes Kästchen, obwohl das ja nicht unbedingt was zu halten hat. Na, ist es was zum Schlagen? Das ist mir eine Ahnung. Oder ist es was für ein Pro? Ich glaube, oder? Keine Ahnung. Schauen wir uns gleich näher an. Ich habe meine Achsen, glaube ich, nicht rasiert. Kann das sein? Ja, ups. Rasiert. Ich epiliere, ja. Ich epiliere. Nur die Harten kommen im Garten, oder? Ja, ist das egal.
aber auch nicht, was es ist, aber wie man sieht, ist es definitiv eine kleine Peitsche. Fühlt sich gut an. Das, finde ich, ist bis jetzt das Beste aus dem Kalender. Ja, riecht ein bisschen. Ja, aber riecht nach dem Material halt. Das fühlt sich echt mal jetzt gut verarbeitet an. Ja, ist auch gut mit dem Bändchen. Das Geräusch. Oh, die finde ich ja richtig geil. Oh, ich liebe ja dieses Zischen, ne? Hört ihr das? Richtig schön. Oh, das fühlt sich richtig gut an. Das ist mein Highlight aus dem Kalender bis jetzt. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da noch was Besseres kommt. Oh, das fühlt sich so gut an. Das befriedigt auch mein Material. Fetisch. Gefällt mir auch optisch gut. Also, schön. Richtig schön. Das zwiebelt, Leute. Das tut schon ein bisschen weh. Aber das kann man ja auch sanft benutzen. Das fühlt sich auch gut an. Das ist richtig. Kann ich mich selber streicheln? Oh, es lädt auf. Magic! Das ist sehr cool. Guck mal. Ich kann zaubern. Wow. Das ist witzig. Das finde ich. Das klebt. Ich lasse es jetzt nicht los, ne? Nee, doch, natürlich lasse ich es los. Aber es ist auch klar, dass es runterfällt und nicht an meinem Arm klebt. Okay, Leute, ich bin schon wieder durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Abend. Mach's gut.